Mit einem formal korrekt gestellten Antrag können Sie jeden Staatsdiener über Stöckchen springen lassen. Und das Schönste, Beamte können Ihren Antrag nicht einfach so ignorieren. Sie müssen sich mit ihm beschäftigen, ob Sie wollen oder nicht. In aller Regel wollen die das natürlich nicht. Machen Sie diesen Zwang zu Ihrem eigenen Vorteil und renitente Beamte so richtig Feuer unter dem Allerwertesten. Der korrekt gestellte Antrag ist der Ring in der Nase jedes Beamten. Und mit diesem Ring können Sie Staatsdiener genau dorthin ziehen, wo Sie es wollen. Kein Beamter kann Ihnen ab jetzt noch irgendwie dumm daherkommen oder etwas abschlagen. Die Macht des Antrags verschafft Ihnen zahlreiche Vorteile. Überlegenheit. Bringen Sie jeden Beamten dazu, sich so lange mit Ihrer Angelegenheit zu beschäftigen, bis sie in Ihrem Sinne geregelt worden ist. Dominanz. Hebeln Sie amtliche Bescheibe problemlos aus. Existenzsicherheit. Verschaffen Sie sich Monate oder sogar jahrelange Luft vor finanzamtlichen Zugriffen. Lebensqualität. Behalten Sie bei der Auseinandersetzung mit Behörden stets das Heft des Handelns in der Hand. Genugtuung. Setzen Sie Ihre Rechte als Bürger gegenüber Staatsdienern souverän durch und vieles mehr. Die Behördenwillkür grassiert. Finanzämter verschicken systematisch oft überhöhte Steuerbescheide. Andere Ämter verweigern Ihnen als Bürgerinnen oder Bürger dreist Ihre Rechte. Lassen Sie sich das nicht länger gefallen. Zeigen Sie Beamten, wo der Hammer hängt. Stellen Sie einen formal korrekten Antrag nach dem anderen. Mit diesem geschickten Dauerfeuer machen Sie jeden noch so querköpfigen Staatsdiener gefügig. Mit diesem Ratgeber setzen Sie Ihr Recht bei Beamten, Behörden und Staatsinstitutionen mühelos durch. Weitere Neuigkeit finden Sie auf der www.erfolgsonline.de. Machen Sie es gut, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Rademacher.